Der Outlander ist Mitsubishis Pkw-Kombi-Antwort und abgesehen vom L200 oder vom Pajero das größte Fahrzeug des japanischen Konzerns. Das von mir gefahrene Modell ist wahlweise auch mit 7 Sitzen bestuhlt. Der von mir gefahrene Outlander ist mit dem manuellen Sechsganggetriebe motorisiert. Vielleicht ist dies für den abseits befestigte Straßen nicht unbedingt die erste Wahl, aber die auf diesen Bildern zu sehenden Fahrsituationen habe ich alle ohne schleifenden Kupplungseinsatz bewältigt. Allradantrieb gehört beim Outlander mit zur optionalen Ausstattung. Der frühere Drehwahlschalter zur Einstellung des AWD ist in der aktuellen Modellgeneration einem Tastwahlschalter gewichen, hat aber die gleichen Funktionen. Die Bodenfreiheit beim Outlander in Höhe von 195 mm ist soeben noch ausreichend. Einzelne Stümpfe abgeschnittener Bäume habe ich versucht, mit der Fahrzeugmitte zu überfahren und hierbei keinen Bodenkontakt verspürt. Die Fahrsimulationen bin ich, wie auf den ersten Bildern ersichtlich, in 4x4 Lok gefahren. Der mögliche Einsatz der elektronischen Traktionshilfe durch Bremseingriff war weder spürbar noch erforderlich. Als Diesel bieten alle Outlander eine Anhängelast von 2000 Kilo. Ich persönlich möchte bei einem solchen Vorhaben aber nicht auf die Vorteile des 4WD verzichten.